Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller und heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und ich hatte vorhin festgestellt, so im Vorgespräch, wir kennen uns schon ziemlich lange, nämlich glaube ich schon im Jahre 2011, damals mal auf dem Seminar bei THF Eker kennengelernt. Das ist nämlich der gute Sven Platte, der Geschäftsführer und ja Mitgründer von Digistore ist. Und das finde ich doppelt spannend. Ich würde heute natürlich ganz gern ein bisschen auch über Geld mit dir sprechen, aber natürlich auch ein bisschen über Digistore, wie du so die Online-Welt siehst. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Tipps zu geben. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Und lieber Sven, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du gerade genau? Ja, mein Name ist Sven Platte. Ich bin mal gelernter Zahnarzt. Habe danach angefangen, Infoprodukte zu verkaufen. Das war ab dem Jahr 2008 und 2011 hat sich dann das Unternehmen Digistore gegründet. Und da war ich eben schon 3 Jahre lang in dieser, ich sag mal, Online-Marketing-Infoprodukt-Online-Kurs-Welt und habe dann eben 10 Jahre lang rückblickend jetzt dieses Unternehmen aufgebaut. Und habe es auch international aufgebaut. Also wir sind gerade dabei, es zu internationalisieren mit gutem Erfolg. Und was macht Digistore? Digistore ist eine Online-Plattform, die eben Software as a Service basiert ist, die eben ermöglicht, dass du, wenn du ein Coach bist oder ein Trainer, dass du eben Online-Kurse verkaufen kannst, weil du willst ja Zahlungsmöglichkeiten, du möchtest PayPal, Kreditkarten, Lastschrift etc. abbilden, du möchtest, dass die Kunden eben kaufen können, du möchtest vielleicht sogar Vertriebspartner, also Affiliates haben. Da haben wir eben auch ein angeschlossenes Affiliate-Netzwerk. Wir machen also diese ganze Abrechnung, die Provisionsabrechnung, die Rechnungslegung, das Steuermanagement. Also wir überweisen die Steuer an die jeweiligen, also die Mehrwertsteuer an die jeweiligen Finanzämter, die eben zuständig sind. Das ist je nach Jurisdiktion unterschiedlich, besonders in der EU auch produktabhängig, also muss man da ein bisschen aufpassen. Und das heißt, wir automatisieren sozusagen Geschäfte, Online-Geschäfte und sind damit auch in einem Wachstumsmarkt, in dem ich auch sehr, sehr froh bin zu sein. Und das Spannende bei uns ist, wir ermöglichen vielen Firmen eben, vielen kleinen Firmen eben unsere Softwareinfrastruktur zu nutzen und damit ein großes Online-Business aufzubauen. Und wir kümmern uns um die wirklich schwierigen technischen und administrativen Fragen, sodass du, wenn du jetzt beispielsweise ein Coach, Berater, Trainer etc. bist, du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, während wir sozusagen das technisch-administrative machen und eben diese ganzen Abrechnungen etc. Cool. Also ich kann ja auch sagen, wie du ja weißt, wir sind ja auch Kunde bei euch. Wir nutzen euch natürlich auch gerade für so, ich sag mal, ganz viele Produkte. Das wissen natürlich die Hörer auch allein Tag der Finanzen, wo wir natürlich hunderte oder an die 1000 Tickets im Jahr verkaufen. Alleine die administrative Seite, weil das ja eigentlich auch immer nur in Anführungsstrichen kleine Tickets sind, das ist natürlich oder wäre natürlich ein irrer Aufwand, überhaupt zu prüfen, hat er das Ticket gebucht, hat er es gekriegt, hat er es bezahlt, der Steuerberater muss es buchen und so weiter. Insofern bin ich sehr froh und dankbar, Sven, dass es euch gibt und dass wir diese Themen über euch abwickeln. Unsere Steuer-DVD läuft zum Beispiel auch über euch und ein paar andere Themen, die wir auch gerade in Planung haben, die werden auch über euch laufen. Also das kann ich von meiner Seite auch sagen. Das funktioniert echt mega, mega cool. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Spannend wäre für mich natürlich auch zu wissen, wenn wir gerade über diese Online-Welt sprechen, was sind denn so die größten Herausforderungen auch für dich oder für euch zum Thema jetzt Digistore oder auch Online-Marketing? Also wir als Software-as-a-Service-Plattform haben natürlich immer die Herausforderung, dass wir technisch entwickeln. Das ist eine angenehme Herausforderung, das machen wir eben gerne. Wir sind ja eine Softwarefirma, also im Kern ist Digistore eine Softwarefirma, Software as a Service. Deswegen ist es natürlich immer so, dass Softwarefirmen sind immer herausgefordert. Weil eine Software nie zu Ende ist. Eine Software ist immer am sich weiterentwickeln. Es kommen so viele neue Feature-Requests rein, also Wünsche, die umgesetzt werden sollten. Und wir sind leider immer in der Position, dass wir halt immer nur bestimmte Features umsetzen können. Wir können nicht alles machen, weil sonst wäre auch, selbst wenn wir alles machen würden, sonst wäre die Software sehr, sehr kompliziert nach einer Weile, ist schon kompliziert genug. Das heißt, wir können nicht immer alles berücksichtigen. Das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen. Aber wie Steve Jobs schon einmal sagte, für diese Entscheidung wird er ja auch bezahlt. Da gab es mal ein Interview, da hat man quasi ihn
angegangen ist man ihn angegangen, weil er die Technologie Flash eliminiert hat aus den iPhones und ich meine iPads auch. Und dann hat er gesagt, ja, Leute, ihr bezahlt, also die Menschen bezahlen mich und uns, damit wir diese Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung haben wir getroffen. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann kaufen sie die iPhones nicht. Und analog ist es ein bisschen auch bei uns. Wir müssen diese Entscheidung treffen und ich versuche diese Entscheidung immer so im Sinne zu treffen, okay, wie kann ich das Leben unserer Klienten vereinfachen zum einen und wie kann ich dafür sorgen, dass sie mehr Geld verdienen? Also more sales, less work ist ja unser Slogan und darum geht es im Prinzip auch um das Resultat dessen, was wir tun, ist dann eben die Freiheit, weil letztendlich kannst du dadurch eben, wenn du so ein Internet-Business hast, kannst du zeitlich unabhängig, örtlich unabhängig arbeiten. Und das ist gerade jetzt aktueller denn je. Und ja. Es ist auch ein sehr, sehr schöner Beitrag, den wir dann aus meiner Sicht und aus der Sicht unseres Teams zur Gesellschaft, der Gesellschaft gegenüber leisten. Und ansonsten haben wir natürlich als Firma, als große Firma, die immer weiter wächst, die Standardherausforderung, gute Teamkollegen zu finden, weil wir wachsen auch immer weiter und die ist auch international und da eben die besten Leute zu finden und das eben alles voranzutreiben. Und natürlich gibt es dann auch, zum Beispiel gab es Corona-bedingt Mehrwertsteueränderungen und das war zum Beispiel nie in unserem Prozess vorgesehen. Also wenn wir zum Beispiel Mehrwertsteuern berechnen, ich habe ja schon vorhin angedeutet, dass da eine, ich sag mal, ziemlich, dass es eine relativ komplexe Maschine ist, die dahinter steht, weil es ist abhängig vom Produkt, es ist auch abhängig von anderen Faktoren, wie beispielsweise, wo ist der, in welchem Land sitzt der Käufer, etc. Wer ist der Käufer? Ist der gewerblich? Ist der nicht gewerblich? Hat er eine Umsatzsteuer? Die hat er keine, etc., etc. Und wenn dazu kommt, oh, aber jetzt müssen wir sagen, ab der und der Uhrzeit, an dem und dem Tag für die und die Produkte gilt aber jetzt eine andere Mehrwertsteuer. Und wie ist es dann mit den Ratenzahlungen? Wie ist es dann mit den Abozahlungen? Das kann dann alles beliebig kompliziert werden. Und das war jetzt auch eine unserer größten Herausforderungen. Das heißt, wir müssen eben klarkommen damit, einerseits natürlich, dass wir das ganz normale Daily Business gut schaffen und dass wir auch das Wachstum gut machen können und weiterhin die Qualität liefern können, aber natürlich andererseits auch auf die Gegebenheiten reagieren können. Gut, für uns ist natürlich insofern, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, weil wir waren schon immer Homeoffice aufgestellt. Das heißt, unsere ganzen Leute arbeiten schon seit jeher aus dem Homeoffice, aber es gibt natürlich von Seiten des, nennen wir sie mal so, Gesetzgebers, dass dann solche überraschenden Spontanitäten kommen und wenn du dann so ein Abrechnungssystem hast, dann setzt uns das auch ganz schön mal unter Stress und wir müssen ein bisschen schwitzen. Aber ja, das sind so die Herausforderungen. Ja, glaube ich. Wir haben das ja ähnlich gehabt, nicht mit der Mehrwertsteuer. Gut, das mussten wir natürlich auch hinkriegen, aber wenn du Seminaranbieter bist und darfst keine Seminare mehr halten, das ist natürlich auch eine lustige Geschichte. Und da haben wir auch schon festgestellt, also die Zeit wird immer gefühlt doppelt so lange, wie du eigentlich planst. Mit dem Ergebnis, du bist dann trotzdem nicht fertig, weil du hast noch wieder 10 neue Ideen, die du auch noch machen willst. Und da kann ich dir nur beipflichten, so eine Software, auch wenn es nur das eigene CRM-System ist, die hört eigentlich gefühlt nie auf. Ja, jetzt sind wir ja bei mir in dem Börsen-Podcast. Das darf also auch ein bisschen um Geld gehen. Ja. Und das würde mich mal interessieren, was war denn dein bisher schlechtestes Investment, was du getätigt hast? Und ganz wichtig, was hast du daraus für dich gelernt? Also mein schlechtestes Investment war bisher, ich hab, glaube ich, sogar mehrere schlechteste Investments, die ungefähr in dieselbe Richtung gehen. Das war zum einen, dass ich bin zum Beispiel in der Musikbranche tätig. Also wir sind da auch unterwegs musikalisch mit Musikproduktion etc. Also mit einer meiner Firmen. Und ich hatte, weil ich einfach Leidenschaft und Spaß an diesem Thema habe ich gedacht, da möchte ich investiert sein und als Digistore-Gründer und Chef muss ich darauf fokussiert bleiben, aber wie kann ich denn trotzdem an dieser Industrie irgendwie teilhaben und irgendwie mitmischen? Ne? Und dann habe ich dann damals einen Geschäftspartner gesucht, dessen Namen ich gar nicht nennen möchte. Und dieser erste Musikgeschäftspartner, da habe ich sozusagen in die kleine Firma von dem investiert und habe dann mich eher von, ja, wie soll ich sagen, Wünschen und Träumen leiten lassen. Und jeder, der gut Musik machen kann, ist auch ein guter Geschäftsmann. Und es hat sich dann eben auch rausgestellt, dass er dann irgendwie dachte, ich würde dann alles Geschäftliche machen, aber
Ich hatte mich da eher nur so als Investor gesehen, also als jemand, der vielleicht mal beratend irgendwie tätig ist, aber ich werde sicher nicht mich jetzt hinsetzen können und, sage ich mal, Marketing für Musikfirmen selber betreiben können. Klar, mit einem großen Team kann man das dann, aber Digistore war damals auch noch nicht so aufgestellt, dass wir quasi sowas nebenher in der Abteilung nebenher mit abfrühstücken können. Das heißt, also hier war der Fehler, dass ich den Geschäftspartner falsch ausgewählt hatte und dass die Erwartungen nicht genau geklärt waren. Ne? Also letztendlich war das Investment Darlehen in dem Fall, also ein Firmenanteil, der halt zu einem symbolischen kleinen Preis gekauft wurde, anteilig am Stammkapital, aber und dann mit einem Darlehen hinterherging. Und letztendlich, wenn der andere kein richtiger Geschäftsmann in dem Sinne ist, dann wird er das auch nicht reinwirtschaften. Das war natürlich eine totale Dummheit von mir. Da war ich halt einfach so ein bisschen geblendet von, ja, mal sagen, von so meinen eigenen Hobbys und von Wünschen und von Wunschdenken, aber so darf man nicht als Investor rangehen. Ne? Also ich sehe das als Coaching. Ich verbuche das als Coaching. Und dann ist es wieder ein super Coaching gewesen, weil das so schmerzhaft war im Nachhinein, dass ich dann meine künftigen Investments sehr, sehr viel besser und anders gemacht habe. Ich habe natürlich auch viele besser und anders gemacht, aber das war so wirklich so der ultimative Schlag in die Fresse und das hat mich wirklich, ja, also dazu ermuntert, Geschäftspartnerschaften eher so langsam anzugehen, nicht schnell, da wirklich ausführlich über die Erwartungen zu sprechen, über das Geschäftsmodell, wer macht was, wie was. Und wenn ich ein Investment mache, beispielsweise jetzt im Bereich ja, Aktien oder Immobilien oder sowas, da ist mein Ziel in erster Linie, das Geld nicht zu verlieren. Also das Geld behalten, das ist das höchste Ziel. Und dann kommt halt erst so dieses, ja, machen wir viel Gewinn und so weiter. Und ich sag mal, ich persönlich bin halt mit den Anteilen an den Firmen, die ich selber führe, vor allen Dingen Digistore, da habe ich sozusagen mein Wachstum, also in meinem Kopf habe ich dann, okay, das habe ich in der Hand, das heißt, da kann ich Wachstum produzieren. Mhm. Und bei den anderen Firmen oder anderen Dingen, in die ich investiere, da geht es mir darum, ich will es dann einfach nicht verlieren. Ja. Und gleichzeitig halt auch nicht zu viel for fun auf den Kopf hauen und zu viel, sage ich mal, unvernünftig ausgeben. Wenn sich das alles in den Grenzen hält, dann ist das so ungefähr das, was ich denke, was ich da rausholen kann. Ja, cool. Also du hast zwei, drei Dinge genannt, die ich auch auf meinen Seminaren natürlich gern kommuniziere. Der eine Punkt ganz am Anfang, die Geschichte, klar, es ist immer im ersten Moment schmerzhaft, wenn man Geld verliert. Aber mein Spruch ist ja auch immer so gerne an der Börse, Geld ist niemals weg, es hat halt nur ein anderer. Aber wichtig ist genau der Aspekt, den du auch genannt hast. Wenn ich gerade auch, ich sag mal, die Leute, die mit meinem System am Anfang loslegen, gibt es natürlich auch immer mal Leute, die sind Anfänger, die haben da so ein bisschen Gierfrist hören oder geben Gas, halten sie nicht an Regeln, verlieren dann Geld. Ich sage, Leute, selbst wenn mal 1.000, 2.000, 5.000 Euro weg sind, wenn du dein Learning daraus gekriegt hast, können das die vielleicht besten 5.000 Euro gewesen sein, die du jemals investiert hast. Und der zweite Aspekt, den du auch noch genannt hast, das schlägt natürlich auch bei Menschen relativ schnell irgendwann um. Du bist natürlich auch jemand durch Digistore und deine Geschäftstätigkeit, der sehr vermögend erfolgreich geworden ist. Und das kann ich auch von meiner Seite bestätigen, wenn man einfach eine gewisse Summe hat, dann ist eigentlich irgendwann die Rendite fast egal. Hauptsache, das Geld bleibt erhalten mit einer kleinen, ich sag mal, Inflationsausgleich plus ein bisschen Schluck aus der Pulle obendrauf. Und dann ist es erstmal relativ entspannt, was natürlich auch immer so ein bisschen polarisierend ist, wenn wir um die Ecke kommen und sagen, bei uns kannst du 3-6% im Monat machen. Das hört sich natürlich immer erstmal ein bisschen crazy an, wobei man dazu sagen muss, auf der anderen Seite, man kann ja auch mit deutlich weniger Rendite arbeiten und damit natürlich auch dann mit einer ganz, ganz hohen Sicherheit, klar. Ja, das sind so die Dinge. Also man muss sich da auch, also wer jetzt mit mehr Rendite arbeiten will, der muss sich damit auch wirklich beschäftigen. Und ich muss halt auch ganz, ganz ehrlich sagen, also entweder ich beschäftige mich halt wirklich damit und habe dann wirklich Ahnung und auch die nötige Geduld, weil ich glaube nicht an sehr kurzfristige Anlagehorizonte, auch wenn ich weiß, dass es erfolgreiche Daytrader gibt. Das ist dann einfach so ein Wahrscheinlichkeitszahlenspiel, ne? Wo man dann aber auch die Disziplin haben muss, nur wenig seines gesamten Kapitals zu riskieren, sodass man dann eben genügend statistische Versuche hat, sodass man quasi von den 51% Wahrscheinlichkeit profitiert, wenn man eben den Würfel oft genug wirft. Ansonsten bin ich halt so ehrlich zu mir, ich bin kein Investment-Experte, deswegen lege ich halt sehr, sehr konservativ an, gerade weil ich kein Experte bin und weil ich halt sage, okay, mein Wachstum, das kommt halt vor allen Dingen durch das, was ich mit Digistore mache.
Und das kann ich auch am besten und das fordert mich auch sehr. Und das andere soll einfach halt möglichst erhalten bleiben. Dann ist wahrscheinlich die Frage, die ich hier stellen würde, was war dein bestes Investment? Würdest du wahrscheinlich aus der Pistole geschossen sagen, Digistore. Auf jeden Fall Digistore. Das, da musste ich auch investieren. Also da hatte ich natürlich auch sozusagen, um das anzuschieben überhaupt. Wir waren ja nie fremdfinanziert. Das heißt, wir haben das alles aus der eigenen Tasche finanziert. Das war natürlich das beste Investment. Und dem geht voraus, dass ich halt in mich selbst investiert habe. Also ich habe, wie du eingangs erwähnt hattest, mal Half-Acre-Seminare. Wenn man da wirklich was mitnimmt und diese Prinzipien auch implementiert, dann sind es sehr, sehr wertvolle Seminare. Bei Half-Acre hat mir gefallen, dass der so ein bisschen wie dein Papa dir mal richtig die Meinung geigt. Ne? Also das ist richtig cool. Also da merke ich, der Mann, das war wirklich super. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Ich glaube nicht mehr so. Nee. Aber das, was der da einem beibringt, davon zehre ich bis heute noch. Das war wirklich gut. Ne? Ich weiß noch, wie er beispielsweise Raucher höchst wütend aus dem Saal geworfen hat und gesagt hat, ihr, wie könnt ihr euch selbst sowas antun? Wer sich selbst so wenig und seine Gesundheit so wenig respektiert, vor dem habe ich keinen Respekt, geht mir aus den Augen, ihr widert mich an, raus! Das fand ich, oh, da habe ich natürlich große Augen bekommen, besonders als Europäer. Ich weiß nicht, wie Amerika, da ist der Umgang so vielleicht ein bisschen rauer. Aber was man da rausziehen muss, was ich da rausgezogen habe, ist sozusagen so dieses, dass man auch mal streng zu sich sein muss. Natürlich sind wir in der Erwachsenenwelt, wo jeder möglichst höflich und dem anderen nicht auf die Füße treten und politisch korrekt etc. etc. Aber ich fand es halt erfrischend, dass da mal jemand ist, der seine Meinung sagt und die Symbolik, die dahinter steht, nämlich mal auch mit sich selbst Tacheles zu reden und mit anderen Tacheles zu reden. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was in unserer Firma sehr, sehr hilft. Ich möchte in unserer Firma, dass die Leute, wenn ihnen irgendwas Bescheuertes an mir auffällt, dass sie mit mir Tacheles reden und umgekehrt will ich das aber auch. Und ich möchte, dass die dann nicht irgendwie sich gemobbt fühlen oder das Negative. Hinterm Rücken reden oder wie auch immer. Ne? Genau, also die sollen das dann nicht aufnehmen, aber das ist so eine Kultur, die ich halt wichtig finde und die habe ich zum Beispiel von diesen Seminaren mitgenommen. Deswegen war das, also das hat damals, glaube ich, 10.000 Euro gekostet, dieses Quantum Leap-Programm. Das hat sich gelohnt, das war ein tolles Investment im Nachhinein. Deswegen kann ich wirklich sagen, also das erste Investment sollte sein Bildung und Weiterbildung und ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das Wichtigste, weil darauf basiert alles, was du später aufbaust, sei es jetzt, dass du als Investor eine gewisse Disziplin haben musst, entgegen deiner Emotionen zu investieren oder Investitionsentscheidungen zu treffen. Oder auch, wenn du jetzt wie ich ein Unternehmer bist, der ein Team aufbaut, dann da brauchst du auch eine gewisse Disziplin, um sozusagen die richtigen Entscheidungen treffen zu können und abliefern zu können. Absolut. Sehr, sehr spannend. Eine Frage, die ich auch immer gerne stelle, ist die Frage, wie definiert dann Sven Platte für sich Wohlstand? Wohlstand, für mich ist das einfach Freiheit. Also für mich geht es einfach darum, dass ich tun kann, was ich will, mit wem ich will, wie lange ich will, wie oft ich will. Und diese Freiheit ist eh schon genug eingeschränkt durch die Schwerkraft, durch die biologische Gegebenheit, dass ich Schlaf brauche, dass ich essen muss, dass ich Bedürfnisse habe und nicht nur wie ein Roboter funktionieren kann und permanent Leistung bringen kann. Aber das, was ich halt als ultimativen Wohlstand empfinde, ist eben eine gewisse Freiheit zu haben, räumliche Freiheit, zeitliche Freiheit, eine örtliche Freiheit. Das versuchen wir auch eben, hatte ich auch eingangs erwähnt, unseren Kunden zu bieten durch unser System. Also wenn man dann eben online verkauft, wenn du online Kurse verkaufst, du zum Beispiel, wenn du jetzt online dich mehr auf Online-Kurse und Online-Seminare fokussierst, dann hast du sozusagen auch eine räumliche Freiheit, vorausgesetzt, es gibt Internet, aber auch natürlich einen gewissen Wohlstand, weil du kannst natürlich auch deinen Verdienstausfall mit Offline-Events sozusagen kompensieren. Das macht auch wieder Freiheit, deswegen drunter, es geht letztendlich immer um Freiheit. Und natürlich der andere Aspekt ist halt, dass du einfach dich mit Qualität versorgen kannst. Also, dass du gutes Equipment kaufen kannst für das, was du machst. Also, wenn du eine Jacke brauchst, eine gute Regenjacke, ein Auto, ein gutes Auto etc. Also, dass du einfach alles in einer gewissen Qualität halt auch dir zuführen kannst, seien es jetzt Lebensmittel oder jegliche Gebrauchsgegenstände.
Naja, cool. Also ich finde es spannend, auch wieder an der Aussage, zwei Themen, die du wieder triffst. Das eine haben wir ja auch selber erlebt. Also ich war ja wirklich viel im Offline-Bereich Seminare unterwegs. Machen wir natürlich auch immer noch. Aber klar, als dann im März der Lockdown kam, bei uns sind, glaube ich, 11 oder 12 Events ausgefallen. Da kommt auch wieder das Thema Unternehmer dazu, Unternehmer oder Unterlasser. Wir haben relativ zügig unternommen und haben im Prinzip in 12 Tagen einen Tag der Finanzen Online-Event aufgebaut, was dann tatsächlich der größte Umsatztag aller Zeiten geworden ist, der Wales Academy, den wir im Prinzip in 12 Tagen aufgebaut haben. Und wenn ich jetzt noch dieses Jahr sehe, wir sind ja jedes Jahr um weit über 100% gewachsen. Letztes Jahr haben wir dann nochmal 160 zugelegt. Da habe ich dann gedacht, naja, komm, jetzt sind da schon so viele Millionen, da kannst du eigentlich nicht mehr verdoppeln. Und dieses Jahr, trotz Corona und ja fast einem halben Jahr Verbot, packen wir nochmal 120% drauf. Und das ist tatsächlich, also auch dank an euch, der ganz große Teil ist tatsächlich über die Online-Schiene gelaufen, weil wir einfach 500, 600, 700 Leute online on board geschoben haben, die plötzlich die ganzen Seminare erstmal auf der Online-Welt gemacht haben und das Präsenzseminar halt im Nachgang nochmal tun. Und da ist mir auch eins bewusst geworden, genauso natürlich auch wie mein System ja an sich. Was ich immer sage, ich brauche ein Notebook und Internet. Ich kann überall auf der Welt sitzen. Ich mache ein paar Klicks. Dann habe ich Geld verdient. Ich habe gerade zum Beispiel Amazon gehandelt, kurz vor ein paar Tagen. Das habe ich jetzt gerade geschlossen. Das war jetzt nur eine Position, auch nur ein Kontrakt, ganz klein. Aber ich gerade mein Mitarbeiter hier, ich sage, guck mal hier, wir haben gerade $1,676 verdient in 3 Tagen für 2 Mausklicks, einmal rein, einmal raus in nicht mal einer Woche. Und das ist halt diese Mega-Macht, die einfach dahinter steht für mich. Ja, das ist super cool, wenn man sich da auskennt mit der Börse. Da ist sehr, sehr viel zu machen. Ich habe da halt, wie gesagt, sehr großen Respekt vor, weil ich halt weiß, dass ich es nicht kann. Aber die Möglichkeit, dass du Aktien kaufen kannst und dann wieder verkaufen kannst und das Ganze in Echtzeit vom Laptop aus, ist natürlich auch genauso wie jetzt das Online-Business, von dem ich gesprochen habe, eine unglaubliche. Ja, klar. Also wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe, ich habe ein Depot eröffnet, da bist du mit dem Fahrrad noch zur Bank gefahren, musstest noch unterschreiben. Am Anfang musstest du noch in die Bank fahren, Ende der 90er, um wirklich Aktien zu kaufen. Dann kam damals das Telebanking auf, da warst du schon ja echt Gott, wenn du dann durchkamst und es gerade nicht besetzt war und plötzlich kam die erst mit Online-Banking. Deswegen kann ich das genauso verstehen und ja klar, ist für mich auch so ein Punkt, einfach eine mega, mega große Chance gewesen, das auch so zu nutzen. Sven, für mich immer eine sehr, sehr spannende Frage ist, du würdest dein gesamtes Vermögen verlieren. Was wären deine ersten 3 Schritte, um wieder erfolgreich zu werden? Also der erste Schritt wäre natürlich, ich gucke, ob ich noch irgendwie was gesichert habe irgendwo. Also ich mache erstmal eine Bestandsaufnahme. Aber in die Bestandsaufnahme, da fällt sicherlich auch rein, was ich kann, was ich weiß. Das ist ja für jeden sozusagen anders. Und dann mache ich mir Gedanken als nächstes, als Schritt 2, wo will ich denn hin? Was will ich denn machen? Also wo will ich denn hin, ist nicht immer das Gleiche. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt zum Beispiel von der Lebenssituation ab. Habe ich zum Beispiel eine Familie oder habe ich keine? Das hängt zum Beispiel von den Faktoren ab. Sind wir jetzt gerade in den 90er Jahren oder sind wir in 2025? Das hängt von diesen verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, manche Businesses zu starten, macht eventuell gar keinen Sinn mehr. Das bedeutet, ich schaue einfach mal, wie ist alles aufgestellt, wo möchte ich denn hin und wie erreiche ich dann dieses Ziel und was sind die Meilensteine dahin und was ist dann der schnellste Weg dahin. Das heißt, ich würde ausführlich planen, also erst eine Bestandsaufnahme machen, dann würde ich meine Ziele formulieren und meine Marktrecherche, meinen Plan, dann würde ich mich positionieren. Und dann würde ich halt starten. Und der Start, das sieht dann eben so aus. Ich denke halt wie eine agile Softwareentwicklungsfirma. Du hast eine ungefähre Vision, du weißt, wo du hin willst. Aber es gibt vorher Meilensteine, die immer wieder neu ausgewertet werden müssen. Das heißt, ich versuche Zwischenergebnisse zu produzieren, die ich beurteilen kann und die am besten auch der Markt beurteilen kann. Also Leute aus der potenziellen Zielgruppe, etwas, was ich testen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen gigantischen künstliche Intelligenz-Software-Konzern bauen wollen würde, zum Beispiel, dann würde ich sagen, okay, welches Geschäftsmodell wäre denn so überhaupt jetzt in meiner Reichweite? Also was könnte ich denn machen, um da hinzukommen? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, naja gut, vielleicht mache ich eine Lehre als Fachinformatiker erstmal, dass ich halt einfach überhaupt mal mehr von diesem Computerding und diesem Programmieren verstehe. Und dann habe ich dann vielleicht eine gewisse Praxiserfahrung und eine gewisse Ahnung,
was dann sozusagen so mein erstes künstliche Intelligenzprojekt wäre. Und das wäre dann zum Beispiel, dass ich irgendwie sage, okay, was ist am einfachsten? No, am einfachsten könnte irgendwas sein mit Texterkennung und dann kann die künstliche, also meine erste simple künstliche Intelligenz, die kann dann aus dem Text gewisse Muster heraus lesen und dazu muss ich sie erstmal mit Daten füttern und dann füttere ich sie, dann schaue ich erstmal, wie kriege ich diese ganzen Daten her. Dann ja, mache ich also einen Riesenaufwand, um viele Daten zu kriegen, damit es dann eine Maschine irgendwie lernen kann. Und dann habe ich vielleicht mein erstes kleines Produkt in diesem Bereich. Und dann schaue ich, wie ich das dann ausbauen kann. Nachdem ich dann einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg damit habe, kann ich dann vielleicht mehr Know-how reinholen. Und vielleicht kann ich jetzt eine reine Texterkennung auch irgendwann in eine Spracherkennung überführen. Und dann vielleicht auch, dass die künstliche Intelligenz selber spricht. Und dann kann ich auch mal sehen, was haben andere so entwickelt. Vielleicht kann man das dazu schalten oder dazu kaufen etc. Also ich würde, also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mir einfach überlegen, wo will ich hin und was wären sinnvolle Zwischensteps und anstatt, dass ich gleich an der ultimativen Mega-Firma arbeite, arbeite ich mich halt vor in so ganz kleinen Meilensteinen, die ich schon vermarkten und anfassen und tun kann. Vielleicht starte ich auch einfach als Coach. Ja, vielleicht lerne ich einfach selber viel über künstliche Intelligenz und starte dann eben als Coach für Firmen, die künstliche Intelligenz irgendwie als Firmen, als Unternehmensgegenstand haben, als Tätigkeit in irgendeiner Form. Und dann schaue ich und vielleicht heirate ich dann irgendwie die hübsche Tochter von einem und komme so rein. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber das wären so die Schritte. Also ich würde mir halt erstmal wieder eine Bestandsaufnahme machen. Würde ich halt sehen, dann würde ich ein Ziel formulieren und dann würde ich halt die Meilensteine mir ausdenken und dann, ja, starten. Und meistens ist da noch nicht mal viel Geld, meistens ist da noch nicht mal viel Geld notwendig, um da irgendwie zu starten. Meistens sind so die ersten Schritte, einfach seinen Hintern hochzukriegen und erstmal Wissen zu erlangen, aber verkaufbares Wissen, das man auch irgendwie anwenden kann und irgendwie auch irgendwem verkaufen kann und dann bist du schon mal in der Branche drin. Ja, das ist lustig, weil ähnlich wie du es gerade erzählst, ist meine Story gelaufen auch mit unserer Wealth Academy. Du erzähltest auch schon von Digistore, dass du kein Geld groß irgendwie selbst am Anfang, also Fremdkapital aufgenommen hast, sondern hast selber ein bisschen was investiert. Ja. Das war bei uns genauso. Ich habe tatsächlich die Wealth Academy gegründet und habe 50.000 Euro auf unser Firmenkonto eingezahlt. Also nach 8 Wochen war mein Geld einmal gedreht und wieder draußen. Und seitdem autark läuft das komplette Geschäft seit eh und je im Prinzip automatisch verdient und ohne Fremdkapital. Und ja, ist natürlich auch der allerbeste Weg. Und auch noch spannend, du hast es auch gerade gesagt, auch das Thema der Meilensteine. Ja. Investier in Wissen ist natürlich jetzt auch genau mein Thema an der Börse. Ich habe letztendlich auch gesagt, ich liebe das Thema Börse. Ich fange da mal einfach mit an. Ich hatte diese große Vision eigentlich noch gar nicht. Ich habe einfach echt gedacht, ich bringe das mal ein paar Leuten bei. Und plötzlich hat das einer dem Nächsten erzählt und der Dritte dem Übernächsten. Und das ist ja bis heute noch so. Also mittlerweile schulen wir ja 100 bis 150 Leute pro Monat, ja schon auch mit High-Preis Tickets, wo wir jeden Monat ein Seminar haben. Also es sind schon ein paar Leute und wir haben ja bis heute nicht einen Cent in Marketing und Werbung gesteckt. Also keine Facebook-Ads, keine Google-Ads, kein gar nichts. Was? Es ist alles nur über Empfehlungsmaschinerie gelaufen. Was? Und bin ich auch tatsächlich ziemlich stolz drauf. Ziemlich krass. Sven, wir kommen schon langsam zum Ende meines Podcastes. Wenn meine Hörer noch ein bisschen was über dich erfahren wollen, wo kann man dich dann finden? Ja, also ich habe einen Instagram-Kanal, da poste ich regelmäßig etwas. Sven Platte in einem Wort, SVENPLATTE. Ansonsten über die Homepage meiner Firma, digistore24.com. Wir haben auch ein weiteres Projekt für alle Coaches. Nennt sich CoachChannel und das ist eine Software zum Bauen von Funnels und Seiten. Und auch, also Funnels sind Abfolgen mehrerer Internetseiten, also Internetauftritte kann man bauen damit, sozusagen ohne technische Kenntnisse selber, einfach ein Editor, mit dem du sozusagen eine Seite individualisieren kannst, also auch eine Verkaufsseite zum Beispiel oder eine Lead-Einsammelseite und auch mit Mitgliederbereich, aber auch mit einem Mitgliederbereich auf Smartphone für deine Endkunden sozusagen. Das heißt, du könntest jetzt Videokurse in den Mitgliederbereich pushen und das wird dann automatisch auch in die Endkunden-App von CoachChannel gepusht, sodass deine Endkunden deine Videokurse dann auch auf ihrem Smartphone konsumieren können und auch dann, wenn sie offline sind. Das bedeutet, sie könnten auch im Flugzeug fliegen und dann können sie wunderbar die Kurse sehen. Ich denke, das ist gerade jetzt
ein ganz, ganz, ganz toller Move gewesen, wird auch sehr, sehr gut angenommen vom Markt, weil ja, das E-Learning, die Leute wollen sich weiterbilden, das ist halt, wird halt immer relevanter und du hast ja auch nicht immer Internet. Und ja, das sind so meine Projekte, das sind so die wichtigsten Dinge. Sehr cool. Lieber Sven, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und hoffe, dass meine Hörer wieder im Podcast einiges mitnehmen konnten. Auch mal unternehmerische Ideen. Wie trifft man Entscheidungen? Was ist in der Online-Welt eigentlich so los? Und hoffe, dass dir der Podcast wieder gefallen hat. Du ein paar Learnings mitgenommen hast. Freue mich, wenn du den Podcast natürlich kommentierst, likest, teilst, auf der ganzen Welt verteilst. Und sage vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und bis bald. Ciao. Dankeschön. Ciao.